Na gut, hier unten wäre dann ja eh Cobblestone. Also wir werden hier nicht drum herum, so einzusetzen. Und dann haben wir gar keine andere Möglichkeit, als so einzusetzen, ne? Däh. Wir haben gar keine andere Möglichkeit. Gut, wir können natürlich auch einfach sagen, wir machen hier dann zu. So. Dann haben wir halt hier einfach so eine Schräge. Hat auch den Vorteil, die, ja, diese Kanten hier zwischen den Steinen, die sind alle auf derselben Seite. Die sind alle gleich ausgerichtet. Ja gut, dann machen wir das so, ne? Ich meine, es ist ja dann halt so. Es ist so, wie es ist. Ist nicht weiter tragisch. Ups. Ja. Oh, diese Ausrichtung von diesen scheiß Steinen. Ah, nein, 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 nein. So, dann drehen wir die ganzen Dinger mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 hätte ich gesagt. Und da drüber kommen dann von diesen hier wieder. 1, 2, 4. Dann machen wir nämlich auch hier nämlich gleich hinten da die Seite, na, hier das Dings zu. Und wir können das auch gleich lichtdicht irgendwie zumachen. Das ist ganz gut. Ja gut, hier unten wäre natürlich, wenn wir das um die Ecke machen, wäre natürlich... Naja, es geht nicht. Hier muss ein anderer Winkel hin, weil wir sonst hier nicht runterkommen. Na, wir gucken mal. Wir machen erstmal hinten gerade zu und können dann immer noch drehen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Och, ey. Ich sag doch, der Schraubendreher wird aufgebraucht, bevor wir hier fertig sind. Jetzt haben wir von den Dingern da eh keine mehr. Das heißt, wir gehen mal wieder rüber und holen mal eben welche. So, brauchen wir eh noch ein paar mehr von. Und bei der Gelegenheit, 14 Erde werden definitiv... Upsala, 14 Erde werden definitiv nicht mehr reichen. Das heißt, wir gehen mal hier eben Erde holen. Guck mal hier, Erde, jetzt reicht Erde wieder. Ah, nehmen wir noch ein Stack mit. So, kann ja nicht schaden. Oh, komm. Wir brauchen eh noch ein bisschen was. Weil wir noch weiter runter wollen und um die Ecke wollen und alles Mögliche wollen. Mal doch kurz mal gucken. Ich würde gern von oben nämlich einmal sauber mit Erde verputzen. Ja, verfüllen. Joa, guck mal hier, wie als wenn es gewollt wäre. Ja, komm, machen wir eh einmal auf jetzt hier. Scheißegal, scheißegal. Es wächst ja wieder zu. Komm. Reicht nicht. Reicht nicht. Dann reicht es nicht. So, hier ist zu, hier kommt auch zu. Auch zu. Da kommt... Ach, da können wir dann eigentlich wieder gleich uns rausbauen. Und dann müssen wir nämlich nicht hier hinten jetzt irgendwie umbauen. So. Und dann setzen wir das Ding wieder rein. So. Und dann setzen wir das Ding wieder rein. So. Guck, und schon ist zugebaut. Fast zugebaut. Hier oben ist noch offen. Upp, 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 upp.
Zack, zack. Ach, die falschen. Zack, zack. Na, reicht es noch? Ja, so gerade eben, ne? Oh. Ja, da müssen wir, wie gesagt, eh gleich mal gucken, wie wir das machen. Das hauen wir dann im Zweifelsfall nochmal wieder weg. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, komm. 1, 2, 3, 1, na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dazwischen, ja gut, einer jetzt, dann ist das halt so. Dann ist da jetzt erstmal nur einer. Joa, 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 joa. Der komische Ring hier aus, na gut, der muss sein, der Ring, weil hier halt. Habe ich doch tatsächlich kein Holz geholt, ne? Hm. Denn die Schaufel habe ich hier, so. Ich bin da nicht so begeistert von. Das müsste hier die beiden irgendwie... Könnte natürlich einfach das hier verlängern. Wobei hier das dann ja auch wieder verlängert werden müsste. Das wäre dann hier. Ah, wir können es natürlich auch verkürzen, nur dann wäre hier halt wieder irgendwie so umbaumäßig irgendwie was angesagt, ne? Hm. Na, wir lassen es erstmal so. Joa. Joa. Kann man anbieten. Hm. Hier unten ist halt wieder gut Platz. Wir können hier mal eben ganz kurz gucken. Zwei haben wir ja sogar noch. So. Ja, muss mal schauen, ob wir das so lassen. So sehen übrigens die World Align Textures aus. Mal hier, wenn man hier mal guckt. Der kleine graue Vierer und der Strich. Der kleine graue Vierer und der Strich. Egal, worum sie gedreht sind. Oder hier, na, dieses L. Hier das L. Hier das L. So muss das aussehen, meine Freunde. So muss das aussehen. Nicht so eine Grütze wie, naja, die anderen Steine halt. Ich bin da nicht so der Fan von irgendwie. Nehmen die Reihe hier mal weg. Gucken mal, was wir denn hier noch so an Material haben. Können wir mal hier so einen reinsetzen. Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Wir schauen mal eben. Wir haben ja hier noch... Von denen haben wir noch und von denen brauchen wir noch mal ein paar. Hä? Nein? Das Placement ist für den Arsch. Gut, damit wird man sie letztendlich einfach nur länger ziehen. Hm. Haben wir denn irgendwas... Warum sollten wir das hier länger ziehen? Wir können das natürlich irgendwie bis zum Boden ziehen. Wie weit würde das dann gehen noch? Hier? Nein. Tun die jetzt mal ganz weit weg, die brauchen wir nicht mehr. So. Hier, so, guck mal. Und hier. Und dann wäre das dann hier auf dem Boden.
Ist natürlich dann die Frage, wie man da noch eine Tür reinbekommt. Ne, weil wir wollen ja hier dann irgendwie weiter runter. Das sieht alles nicht so aus, wie es sein soll. Könnte man denn mit denen hier oben noch irgendwas anstellen? Nein. 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 Kann man nicht. Gut. Gut zu wissen. Dann hauen wir sie wieder weg. Dann hauen wir den hier wieder ran. Und dann drehen wir den noch dreimal. Und dann ist der Schraubendreher auch schon wieder fast hinüber. Ja. Dann hauen wir das hier weg. Und dann hauen wir das dann mit den anderen Steinen einfach wieder zu. Da haben wir ja noch welche. So. So rum. Gut. Dann ist halt die Frage, na gut, dann machen wir hier halt einfach zu. So. Ja, gut, dann haben wir halt keine Steine mehr. Und der Abstieg wäre dann, könnten wir ja hier gucken, dass wir den drei Breiten machen. Dann haben wir erstmal hier hinten wieder Steine. Und dann können wir nämlich mal schauen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann hier nämlich gucken, ob man hier vielleicht. Hä? Gut, das ist das, was ich meine. Das sieht halt urscheiße aus. Das sieht auch nur so aus, wie es theoretisch aussehen könnte. Es müsste alles noch ein weiter noch hier. Hierzu, da wäre dann ein Slab nach unten. Das und das. Ah, es ist, glaube ich, auch nur Zufall, dass das hier passt. So, dann hätten wir nämlich hier auch nochmal einen Durchgang und hier auch noch einen Slab rein und dann ist das doch irgendwie falsch rum, das Slab. Ach, das sieht so scheiße aus mit diesen Steinen. Ich hasse das. Aber man hätte dann hier so einen dreibreiten Abstieg. Nur, dass der Bogen halt völlig verranzt aussieht. Nee, tut mir leid, da kann ich leider nicht mitleben. Irgendwann, wenn das dann mal gefixt ist, vielleicht, aber. Nee. Nee, 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 nee. 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 Nee, 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 nee. So. Haben wir unsere Steine wieder zurück. Noch. Zack, zack. Zack, zack. Da oben. Können wir vielleicht mal gucken, ob die denn so halbwegs vernünftig aussehen. Ja, das geht sogar. Das geht sogar. Und man könnte dann hier mit Treppen arbeiten, statt mit den gebogenen Steinen. Gut, und hier wird es dann runtergehen. Die Frage ist halt, geht es direkt runter oder geht es. Oh, oder geht es erst später runter? Ich würde sagen, es geht direkt runter. Ja? Genau, dann haben wir nämlich hier den Abstieg. Der wird hier halt irgendwie ein paar Stufen runtergehen, bis hier dann irgendwie oder vielleicht noch einen Schritt weiter. Dann hier seinen Absatz und dann geht er hier weiter runter, wie so eine Wendeltreppe in der ganz Breite, die nach unten geht. Bleibt jetzt die Frage, was machen wir hier?
muss hier sein. Da werden wir nicht drum rumkommen. Oh, aua. Da haut man sich aber schon die Rübe an, ne? Es muss hier weitergehen. Ja, das muss bleiben. Ich finde das nicht schön. Vor allem hier. Na gut, hier könnte man hochgehen, aber... Nö, 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 nö. Diese drei hier, die nerven mich total. Aber sie müssen bleiben wegen dem hier. Und wenn wir es zurückziehen, werden die unten... Na gut, die unten, die können ja eh bleiben, weil hier der Rand ist. Vor allem können wir den Weg nicht verlegen, weil er hier an der Seite bleiben muss wegen der Tür. Tricky, tricky, tricky. Treppe, Treppe, Treppe. Treppe war auch so eng, ne? Ja, Treppe war doch auch so eng. Ja, man haut sich dann hier ja noch mehr den Schädel an als mit dem anderen. Nee, 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 nee. Wie machen wir das? Wir können das ja einfach ein zurückziehen. Ja, wir ziehen das ein zurück. So. Gut, brauchen wir gleich noch ein zweites Stück Holz. Aber dann haben wir hier zumindest ein bisschen Platz, wo wir bauen können, ohne dass wir uns dann irgendwie den Schädel anhauen. So ein Quatsch. Hier müssen wir bauen. Wieso geht denn das da und da nicht? Hä? Gut, was auch immer. Hier wird's gehen und dann wird's dann hier zugehen. Beziehungsweise, warum machen wir das denn? Ja, weil wir hier den... Ich würde sagen, wir faken das einfach so ein bisschen und machen einfach mal damit den dann zu, das heißt damit den ich verstehe diesen Schraubendreher nicht. Jetzt ist er nämlich hinüber, jetzt darf ich mir einen neuen machen. Jo, wir brauchen ein bisschen hiervon. Ich mache mir gleich mal zwei. Weil wir eh noch ein bisschen mit dem Schraubendreher rumhantieren wollen. So. Hui, hui. Andere ging doch gerade auch. Warum geht denn der jetzt hier nicht mehr? Ich verstehe das nicht. So, das ziehen wir dann hier weiter. Passt wieder nicht. Hä?
Ich raff's nicht. So. Geht doch, geht doch. Jetzt müssten wir das hier rüberziehen und... Na, hier oben, wie gesagt, dieser Abstieg, das soll ja wirklich nur so ein Absatz sein. Das heißt, da muss gar nicht so viel super Platz sein. Wichtig ist, dass hier unten so ein bisschen geräumiger ist, damit das Ganze so ein bisschen luftiger wirkt. Es geht, aber es geht. Uppala. Siehst du, der ist falsch rum. Warum ist der denn? Ja, einfach. So. Den jetzt auch noch irgendwie wild einfach anklicken, bis er irgendwann in der richtigen Richtung sitzt. So. Scheint eine ganz gute Taktik zu sein, wie damals bei Tekken. Einfach irgendwas drücken und irgendwas passiert. Es geht heute immer noch. Sehr gut zu wissen. Gut. Ein Schlückchen aus der neuen Flasche. Hm. Lecker. Gut, wollen wir es mal nicht übertreiben. Doch, eigentlich schon, aber ja. Warum sieht denn die Facecam so rotstichig aus? Oh, ich Farbe bekommen. Mm. da muss weg. Dafür muss... Was muss denn da rein? Da muss doch so eine... So eine Ecke-Ecke muss doch da rein, oder? Was muss da rein? So eine Ecke-Ecke. Haben wir denn so eine Ecke-Ecke überhaupt? Gehen wir mal schauen, ob wir so eine Ecke-Ecke haben. Hallo Kuh. Aber nicht den ganzen Weg auch essen, ne? So, ja komm, scheißegal. Sowas muss da rein, oder? Ach, leck mich doch am Arsch. Wir gehen erstmal Steine holen. So. Dann machen wir ein paar Steine. So. Und mit den Steinen machen wir eine Ecke. Erstmal nur eine, um zu gucken, ob denn die Ecke überhaupt die richtige hier ist, ne? Ob die Ecke überhaupt passt. Ich muss übrigens gleich mal wieder was essen. Ja, komm. So, Ecke, jetzt ein drittes Mal. Ecke. Passt die? Ja, nee. Da ja, da nee, ne? Ja, nee, also die ist es nicht. Kommt denn dafür eine Ecke rein? Ah, scheiße, wir brauchen eine Ecke, die... Ich glaube, so eine Ecke gibt's nicht. Ach nee, es ist doch doof. Weil wir hier einen anderen Winkel haben. Wir müssten hier so einen flachen Winkel... Das Problem ist, wir können diesen Winkel hier nicht hier machen. Weil das dann hier zu steil wäre. Und der wäre aber hier irgendwie scheiße, oder? Der Winkel... Ich meine, technisch möglich wäre es. Oh, nee. Aber jetzt hier alles nochmal abreißen. Ich meine, es wird ja wahrscheinlich auch reichen, hier diesen oberen irgendwie. Nee, wir müssen das überall setzen. Hm.
Ich bin schlagartig so unmotiviert. Ich würde sagen, ich schlafe erstmal ein Stündchen. Ihr weckt mich dann, wenn was passiert, ne? Gute Nacht. Nee, gut. Wir machen das jetzt einfach. Scheißegal, was soll's. Es ist ja nicht so super viel. Dahin. Dahin. Und. Wo, Moment mal, können wir eigentlich jetzt hier? Ich meine, wir wären bis hier, ne? Mal hier die Erde wegnehmen. Ja, guck mal, wir können hier die Erde wegnehmen. Dann, ja, würde ich sagen, bleiben wir hier oben bis hier. Ups. Och. Gut, also das wäre dann eine Erde, die wir nicht mehr wegnehmen können. Aber die Erde hier. Ups. Ups. Ups, das bleibt. Und dann machen wir nämlich hier schon zu. Dann haben wir das hier oben ein kleines bisschen luftiger als vorher. Und ich bin gleich hinüber, weil ich nichts gegessen habe, natürlich. Jetzt habe ich eigentlich meine Ofenkartoffeln nicht mehr dabei. Die habe ich doch bestimmt irgendwann mal abgelegt, oder? Schauen wir mal hier unten. Na? Schauen wir mal hier oben. Brot habe ich noch, aber keine Ofenkartoffeln mehr. Na, dann haue ich mir mal ein bisschen Fleisch rein. Schön, die Keule hier. Mom, 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 mom. So. Gut. Dann hauen wir mal ein bisschen hiervon rein. Ich weiß keine Ahnung, wie viel brauchen wir denn davon? 20? Irgendwie so was, ne? Ich blind? Oder doof? Oder beides? Ja, ich glaube schon, ne? So. Gut, die nehmen wir auch wieder mit. Die kann man immer gut gebrauchen. Hier links. Ich glaube, ich bin doof geworden. Geworden, du Lamm. Du warst schon immer doof. So. Uppala. Uppala. Jetzt sind die natürlich alle irgendwie kacke gedreht. Das heißt, wir müssen da gleich noch 100 Mal mit dem Schraubendreher draufdrücken, dass die alle wieder ordentlich gedreht sind. Na geil! So, zweimal, zweimal. Zweimal, zweimal. Döp, 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 döp. Ich höre ja schon auf, ist ja gut. Das war einmal zu viel. Jetzt ist alles kaputt. Jetzt ist alles kaputt. Jetzt ist alles. Ja, jetzt ist alles kaputt. Ich glaube, das ist einfacher, wenn wir die nochmal kurz weghauen. Und dann vielleicht mal ordentlich arbeiten und nicht so rumschludern hier. So, 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 so. Na, so. Da, da. Dab, 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 dab. Na, gucke mal an. Jetzt sind sie zumindest richtig ausgerichtet. Und jetzt müsste dann ja auch die Ecke passen.